Oh, ein gehender Videochat, okay. You came. I guess I didn't really expect you to bother. My lab partner's such a pessimist. Was such a pessimist. It kind of rubbed off on me. He tried to make it through to me not too long ago. I guess he's a bit late for the party. You'll have to make a quick detour over the surface next, but be careful. If the cold doesn't kill you, well, let's just say I didn't pick the safest of locales for my last-ditch survival attempt. Okay, good news. Good news. Oh yeah, I think I've got a cure. Well, it's not really what you'd call a cure, but it should be enough to help you. I don't think I'm infected. I was careful, but I guess if you come rescue me and I'm looking at you like you're a roast chicken, I got it wrong. Sorry, that probably wasn't funny, was it? No, I suppose not. Well, I hope to see you soon. Yeah, cures, rescue, saving. Oh, scheiße, ich hab's weg escaped. So, wir sind hier oben. Gut. Eine Heilmethode. Ich hatte meine Zweifel, aber keine Wahl. Ich entschloss mich, Amabel zu finden und alles wieder richtig zu stellen. Oh, holy shit! I'm not actually cold, you understand? I'm just trying to make you feel better. Very inefficient thing, your brain. Gives off lots of heat. Ich hoffe doch, dass da irgendwas Nützliches ist. Was ist das denn? Keine Ahnung, wer diese Spray... Aber ich behalte sie erstmal. Oh ja. Fast befindet sich eine dunkle, klebrige Substanz. Yippie! Wir sind am Arsch, wir sind in der Kälte. Was ist das jetzt schon wieder? Völlig vereist, es blockiert die Mechanik. Vielleicht damit? So werde ich den Himmel niemals aufheizen können. Würde das gehen? Das Fass ist bereits mit entzündlichem Zeug gefüllt. Ja, gut. Ich habe eine Fackel. Okay, so wird das nichts. So wird das nichts. Das sieht doch aus wie ein Müllsack. Aber ich habe sonst nichts, mit was ich da drauf klopfen könnte. Aber hier... Das sieht doch nach einem Weg aus. Na toll. Now, if I were you, which arguably I am, I'd be asking myself in a gormless sort of voice, did that bridge really collapse, or is my good friend Clarence just playing an hilarious jape? The answer, monkey man, is that I don't even know myself. One way to find out. Please, don't get us killed. Tja. Hier sind wir auf jeden Fall erstmal warm. Jetzt, wie geht's für mich weiter? Ich ahne nur ein bisschen, wie ich... Oh. Oh no, please no. Please no. Ich kann das Ding hier verschieben, na toll. Aber das bringt mich auch nicht weiter. Kann ich das Ding auch in die andere Richtung verschieben? Also nicht gerade in den Abgrund runter. Ich meine, hier hoch so. Ich glaube, das ist falsch, was ich mache. Absolut falsch. Wie geht's meinem Zustand? Ich bin auch okay. Nee, du musst mit mir mit, glaube ich. Hier in die Richtung. Aber das ist immer noch zu nieder eigentlich. Hier sind aber noch mehr Metallstangen.
Es sei denn... Ich kann hier was hochstapeln. Also das lässt sich schon verschieben. Na komm, lass dich ziehen. Lass dich ziehen, Kollege. Komm, 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 komm. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist prima. Na komm. Ein Stückchen noch. Wie geht's mit der Energie? Na komm. Na komm, 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 komm. Nicht in die Richtung. Bisschen hier so. Na komm. Ich weiß, du willst es doch auch. Sag, ich will. Ich will, ich will. Nicht darunter fallen. Nur hier darfst du runterfallen. Shit. Machen wir mal Platz hier. Ach komm, beweg dich. Beweg dich. Muss ich dich auch noch rüberziehen? Komm, komm. Metallstange, du stehst im Weg. Ein bisschen. Arg weit muss ich dich hier nicht ziehen, komm. Na gut, es ist schon noch ein Stück, aber... Kein so großes Stück mehr. Es wird immer weniger. Mit jedem Zug. Ach komm, ein bisschen Wärme. Ah, schön. Schön, schön, schön. So. Jetzt aber. Da lang, da lang, da lang. Dann so. Oh, wie ich das hasse. Wie ich das hasse. Ja komm, mit Schmackes bring es rüber. Ein bisschen noch. Vielleicht benutzt es ja auch, aber... Ein bisschen noch, ein bisschen noch. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Ich sehe es schon kippen. Tschüss. Hä? Das ist gut, das ist gut. Jetzt muss es auch noch klappen. Tschüss. Now, if I were you, which arguably I am, I'd be asking myself in a gormless sort of voice, did that bridge really collapse, or is my good friend Clarence just playing an hilarious jape? The answer, Monkey Man, is that I don't even know myself. One way to find out, please, don't get us killed. Okay. Oh, das Ding ist wirklich eingestürzt. Warum kann ich das jetzt aber nicht mehr dahin ziehen? Das wird doch diesmal nicht so klappen. Niemals, nicht in einer Million Jahre, jamais français. Also komm, schieb dich, es wird eine Weile dauern. Oh, vielleicht kriege ich es doch schneller hin, wenn ich so mache. Wäre schön.
Habe ich eigentlich das Zippo noch? Nee, habe ich nicht. Ja! Nein, ich mache jetzt kein Feuer. Und du, schwarze Kiste, kommst auch weg. So, also nochmal. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Bewegung, Bewegung, du blöde Box, du blöde. Wirst du wohl dich bewegen? Beweg dich, Box. Beweg dich. Beweg dich. Stürze hinab in diese Tiefe. Aber in die Richtung bitte. Und nochmal. Und nochmal. Tschüss. Oh Mann, das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Egal, hat ein Zweck zumindest erfüllt. Ich komme da drauf. Und vielleicht habe ich ja Glück, ein bisschen, kleines bisschen Glück, dass ich mit dieser verbliebenen Kiste was machen kann. So. Und ich werde jetzt den Schnabel halten und mich erst melden, wenn ich das geschafft habe. Weil das ist jetzt hier ein Zeitaufwand. Und wir wollen ja nicht so viel Zeit im LP damit verschwenden, ne? Da melde ich mich wieder. Ich habe es geschafft. Ich bin hier rüber gesprungen. Und jetzt drauf erstmal. Ach, es ist mir warm genug. Ich habe da aber so meine Vermutung. Und ich hoffe, dass es funktioniert. So werde ich den Hebel niemals aufhetzen können. So, das müsste mal funktionieren. Yay! Wer ist sowas? Das hat doch jeder bestimmt schon mal gemacht, sowas. Die Brücke ist jedenfalls ausgefahren und die springen hier drauf. Die Brücke ist jedenfalls ausgefahren und die springen hier drauf. This young Red, he's plastered all over your mind like a garish wallpaper. He wanted to die and we wouldn't let him. You know, he's kind of humming up the place, if you know what I mean. Weird smell. Excuse me a minute. I'm gonna go give you a memory of him a good kicking. Ja, ja. Es geht mal wieder um Red. Oha. Fässer? Explosive Fässer? Ich stell sie mal näher dran. So, mal gucken. Kann ich vielleicht daraus eine Lunte bauen? Tatsache, er möchte ihn ja nicht verbrennen. Nö. Das Fass von hier zu sprengen wäre eine Verschwendung. Ich muss es näher an die Tür bewegen. Ärger mich halt. So, das müsste doch jetzt auch ausreichen, oder? Der Lappen brennt nicht. Ich muss ihn in eine brennbare Flüssigkeit eintauchen. Moment mal kurz, habe ich nicht noch den Alkohol? Ich hatte mal Alkohol. Jetzt aber sollte es funktionieren, oder? Geronimo! Es sind drei Fässer. Da halte ich lieber groß Abstand. Ist da sonst noch irgendwas drin? Da war nur der Lappen drin, ne?
Ja, da war nur der Lappen drin. Rein in diese warme Stube. Mal gucken, wie warm es da wirklich drin ist. Okay, so, on the to-do list. Find this damsel in distress, kill the bad guys, cure infection, save the world. Chances of success? Nil. Chances of survival? Well, you've got old Clarence on board. That should speak for itself. Chances of you buggering things up royally? Almost certain. Tja, alles, was ich sehe, ist... Oh, diese ist wohl ziemlich deutlich eine Sackgasse. Für mich sieht es aber nach einer ziemlich zerbrechlichen Sackgasse aus. Und eine Couch haben wir hier. Was haben wir denn alles da? South Exit, Research Facility, Examination Area, Kennel, Chemical Research Labs. Oh je. Das ist auch eine gute Sache für eine neue Aufnahmesession. Ich mache jetzt erstmal ein Päuschen wieder und in der nächsten Aufnahme geht's dann weiter. Bis dahin. Tschüss.